So, wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute ein bisschen umstrukturiert, damit der, glaube ich, aktueller Stand Grumpy mit eventueller Unterstützung von Olli protokollieren kann. Werde ich jetzt zunächst die Sitzungsleitung machen. Wenn das stimmlich oder wie auch immer nicht mehr geht, wird Dietmar mich eventuell ablösen. Wir haben vor Antritt der Tagesordnung eine Wortmeldung. Olaf, bitte. Ich hatte das ja gestern im Vorstand schon vorgetragen. Jetzt ist der Tagesordnungspunkt etwas versteckt. Ich hatte ihn gar nicht erst gesehen, in Tagesordnungspunkt 6. Da aber wichtig ist für das, was in der Plenarwoche geschieht und wer dort für was verantwortlich ist, würde ich vorschlagen, zumindest den Tagesordnungspunkt 6 selektiv betreffend den Ausschuss AGS vorzuziehen, da ansonsten eine Sache mit der, ansonsten sehe ich dort sehr große Probleme, jetzt irgendwelche Zuständigkeiten für die Reden in der nächsten Plenarwoche festzulegen. Beziehungsweise ich würde mich dann so verhalten, wie als wenn es entschieden worden wäre, so wie es jetzt zurzeit ist. Olaf, ich habe gerade die Information erhalten, dass der Toso eine halbe Stunde dazukommt. Ich fände es taktisch sehr klug, wenn der Toso anwesend ist, wenn wir über Zuständigkeiten im AGS treffen, und würde vorschlagen, dass wir das zumindest bis dahin aufschieben. Okay, dann müssen wir nicken, dann machen wir das dann so, müssten wir allerdings auch die Punkte, dann müssten wir allerdings auch das die kriegen Punkte wir hin. Okay. Also falls wir dann schon bei der Plenar, würde ich die Punkte ausklammern dann bis dahin. Wunderbar, dann kommen wir zum... Die Monitore sind aus. Gut, danke. Und da wird er protokolliert? Ja, Grumpy, habe ich doch gerade gesagt. Grumpy protokolliert und mit Ollis Unterstützung. Bitte? Ja. Und dann zeigt das Pad und dann kann man ja legen. Das Pad haben wir doch alle auf. Ja, dann haben wir jetzt gleich alle. Wir kommen zu Top 1 schon mal. Das kriegen wir, glaube ich, hin, ohne dass die Monitore angeschaltet sind. Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Es gibt einen Antrag, und zwar den von Grumpy. Der heißt, Plenartaktik ist für circa eine Stunde angesetzt. Und gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Dietmar? Gut, Plenartaktik in dem Kontext würde dann auch die Frage Entschließungsantrag, denke ich mal, fallen, den ich gestern angekündigt hatte. Ich würde dann auch entsprechend, wenn wir die Plenarübersicht machen, auch das, was in diesem Taktikbereich ist, dann erstmal ausklammern und in den nicht öffentlichen Teil packen. Gut, keine weiteren Wortmeldungen. Wer ist dafür, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil... Doch, Daniel? Um was für einen Entschließungsantrag geht es da? Also es ist eher unüblich, dass wir Anträge im nicht öffentlichen Teil machen. Ich würde euch jetzt vertrauen, wenn ihr sagt, dass es gehört eben zum taktischen Repertoire. Ich sag dir das dazu, es gehört dazu und den Antrag kennst du bereits. Okay. Blatt Papier für mich, damit ich mir... Ah ja, danke. Super, danke schön. Gerne. Also wer ist dafür, dass wir den nicht öffentlichen Teil so machen? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig fürs Protokoll. Wir kommen zu Top 2, Bericht des Vorstandes und der Pressestelle, und das macht wie immer zunächst der Ingo, bitteschön. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben in dieser Woche keine Plenarphase, weshalb wir heute dann die Plenarübersicht rausschicken. Mit Blick auf die anstehenden Anträge, die wir eingereicht haben, fällt die in dieser Woche relativ kurz aus. Nichtsdestotrotz wird sie sehr knackig sein. Dann... die Bundespressestelle, die SG-Presse, hat bei der Deradikalisierung, bei dem Antrag, den Finger gehoben und würden gerne mit uns zusammen das Ganze kommunizieren. Da würden wir dann nachher nochmal in Medias Res gehen und das entsprechend vorbereiten, zusätzlich zu unserer normalen Plenarbegleitung. Dann noch ein Hinweis für die Mitschnitte. Ihr erinnert euch schon, im letzten Jahr, im Dezember, war es so, dass wir festgestellt hatten, dass der Landtag anders streamt und die Mitschnitte anders zur Verfügung stellt. Das bedingt, dass wir auch in dieser Plenarphase die Mitschnitte leider erst 24 Stunden später online stellen können. Das heißt, alle Reden, die am Mittwoch gehalten werden, können wir erst am Donnerstag in unseren Blog einbinden. Das ist blöd, können wir aber leider nicht ändern, liegt leider nicht in unserer Macht, müssen wir mit leben.
Ja, und damit wäre ich in aller Kürze durch. Grumpy? Kurz zur Erweiterung der Streaming-Geschichte. Ich habe schon eine entsprechende kurze Frageliste auch an den Landtag mit Verbesserungsvorschlägen diesbezüglich. Und die wollte ich nächste Woche mal der Verwaltung vorstellen, so nebenbei. Du warst fertig, ne? Dann kommen wir jetzt zum Bericht des Vorstandes. Mag das vielleicht über Fall der Joachim mal übernehmen, weil der Grumpy ja mitschreibt? Ja, ich denke, das Wesentliche ist, dem Protokoll zu entnehmen. Moment, ich muss da gerade selber mal rein. Das war jetzt wirklich überfallartig. Wir haben natürlich lange diskutiert als Top 0 über den, ich sag mal, Konflikt im Bereich AGS und der Sprecherfunktion im Gesundheitsbereich. Ich bitte da die Punkte einfach mal, die Argumente, die da gestern oder Standpunkte, die da gestern ausgetauscht worden wurden, nachzulesen. Dann gab es eine Debatte um Eilantrag und Aktuelle Stunde. Ich glaube, das gehört dann jetzt aber auch in den geschlossenen Teil, wenn ich da jetzt groß was erzähle. Bericht der Pressestelle hatten wir gerade. Und Marc? Nee, ja, und dann ging es nochmal um die Resolution der 5 Landtagsfraktionen, wo ja gestern noch offen war, wie das letztlich ausgeht. Das ist im Prinzip alles. Grumpy? Wenn ich kurz erweitern darf, der Resolutionsentwurf wurde dann jetzt von allen Fraktionen, von den Vorständen aller Fraktionen entsprechend angenommen, geht jetzt in die Fraktionssitzungen, wird dort dann auch entsprechend abgestimmt, nur kurz zum Prozedere. Und was die Einbringung von möglichen aktuellen Stunden und oder Eilanträgen angeht, haben wir von heute früh noch reinbekommen 2 Satzungsänderungsanträge und Vorschläge, die ich auch gerne behandeln möchte, aber nicht heute, sondern vorschlagsweise ganz bewusst nach der Plenarrunde, denn sie sind sinnvoll, aus meiner Sicht. Sie sind schon einmal rumgegangen. Gut, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zu Top 3, die Umlaufbeschlüsse der letzten Woche. Wir hatten einen, der jetzt obsolet ist durch die gestrige Entscheidung, den Inhalt dieses Antrags nicht als Eilantrag zu stellen, sondern im Rahmen einer Aktuellen Stunde zu behandeln. Diese Aktuelle Stunde ist auch angenommen worden und die gibt es entsprechend am Freitagmorgen. Ne? Das ist richtig. Gut. Dann kommen wir zu Top 4, die Plenarvorbereitung. Die mache ich jetzt auch erstmal eben auf. So. Wir gehen mal kurz durch. Den Mittwoch Top 1 schieben wir erstmal, das ist richtig. So, dann kommen wir zu Top 2, hausärztliche Versorgung in allen Landesteilen Licht sicherstellen, Antrag der CDU. Hier steht Referent, das ist genau das, wo wir das auch in den nicht öffentlichen Teil schieben. Dankeschön. Top 3, Rettung des Kulturbestandes in Nordrhein-Westfalen, Redner Dietmar, Abstimmungsempfehlung, ist das Überweisung oder bitte Dietmar? Nee, der Antrag steht zur direkten Abstimmung, dazu auf der einen Seite noch später. Auf der anderen Seite möchte ich darum bitten, dass Grumpy die FDP bei der FDP anregt, über die einzelnen Punkte separat abstimmen zu lassen. Der Antrag ist insgesamt von der Herleitung her okay, allerdings in den Entschluss- oder Beschlussteilen von uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mit Blick auf haushalterische Aspekte so nicht in Gänze tragbar. Was Transparenzaspekte angeht, schon auch nicht, witzigerweise schon nicht, weil dann, wenn die Kunstwerke jetzt öffentlich diskutiert werden, möglicherweise auch eine Preisdebatte losgeht. Wir hatten das in verschiedenen anderen Fällen auch schon. Kann man darüber nachdenken, allerdings würde dann die Abstimmungsempfehlung sich auf jeden einzelnen Teilaspekt dieses Antrags beziehen. Gut, magst du da deine Referenten dann bitte noch im Laufe des Tages die Abstimmungsempfehlung zu den einzelnen Punkten hinzufügen, idealerweise mit einer kurzen Stellungnahme? Selbstverständlich. Dankeschön. Kommen wir zu Top 4, wirksame Bekämpfung Menschenhandel. Redner Dirk mit Fragezeichen.
Ist das jetzt ohne Fragezeichen oder? Es gibt die Überlegung, da wollte ich aber nochmal mit Dirk drüber sprechen, dass wir diesen Punkt sogar ohne Debatte behandeln können. Aber für den Fall, dass wir die Mitdebatte behandeln, redest du? Gut, Abstimmungsempfehlung ist klar. 5, die Änderung der Gemeindeordnung. Da steht Toso ohne Fragezeichen. Ich nehme das jetzt mal hin. Wir können ja zur Not gleich nochmal ansprechen, aber ich sehe jetzt mal, dass das... Okay, Abstimmungsempfehlung haben wir auch, Ablehnung. 6, Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit Chancennutzen, kommunale Kooperation, auch Toso mit Nico. Was war das, Abstimmungsempfehlung? Abstimmungsempfehlung, Enthaltung ist auch drin. Dann haben wir die 7, Landesregierung muss Bundesratsinitiative des Freistaats Bayern zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Gründer beitreten. Redner Daniel ist eine Ausschussüberweisung. Stellungnahme ist auch dabei. Gut. 8, die Grundsteuerbremse in Nordrhein-Westfalen einführen. Referent Frank oder will jemand unbedingt? Auf keinen Fall, viel Spaß, danke. Heißt, du bist, du bist gesetzt. Ja, das ist so. 9 ist der Eilantrag von CDU und ergänzend FDP. Das sollten wir dann auch schieben, ist das richtig? Oder? Ja, danke. Dann kam die große Anfrage, die ist jetzt gestrichen. Dann kommt die Fragestunde, dann 11, Schluss mit der Untätigkeit, Gesundheitsland. Gesundheitsland muss das von der Ebola, ja sofort, Ebola-Epidemie betroffene Westafrika unterstützen. Da steht Redner Nico als Abstimmungsempfehlung minus. Ich sage mal nein und ein heftiges Winken jetzt von Frank. Ach so, Fragestunde, ja bitte Frank. Ja, vielleicht wolltest du das Gleiche. Es gibt halt auch eine Frage von Daniel, die da eingereicht ist, Daniel Schwert, und da werden auch Fragen vorbereitet, die wir dann nachstellen können. Es geht um... Wird dann verteilt bei uns in der Fraktion? Genau. Okay. Dieses Netzding, da geht es drum. Und die Sicherheit und alles. Gut, dann warten wir auf die Fragen. 11 ist aber jetzt so gesetzt, Nico, und Abstimmungsempfehlung ablehnen. Gut. Ja, Moment. Ja, dann frage ich mich, warum dann Minus steht, aber... Also es ist eine Ausschussüberweisung. Okay, danke. 12, Gesetze, Ausführung des Baugesetzbuches in NRW. Ohne Debatte. Okay, jetzt kommt alles nur noch ohne Debatte. Und die Abstimmungsempfehlungen sind aber... Okay. Kommen wir zum Donnerstag. Die Regierungserklärung, die schieben wir in den nicht öffentlichen Teil. Ich höre keinen Schreien, dann machen wir das so. Zweitens. Ja, aber das. Die standen aber alle drin, oder? Also Beschlüsse zu Petitionen in den Ausschüssen, erledigte Anträge, da brauchen wir, glaube ich, keine Abstimmungsempfehlung zu, oder? Bitte, Daniel. Weiß ich nicht. Also da steht ja Abstimmungsempfehlung. Ich fürchte, dass unsere Fraktionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen das nachher auch in Redmine übernehmen wollen. Wir sollten also auf jeden Fall eine eintragen. Haben wir in der Vergangenheit auch gemacht. Und in der Vergangenheit gab es auch schon mal zu verfassungsgerichtlichen Verfahren durchaus Diskussionen in dieser Fraktion, wie wir uns da verhalten. Also für mich ist das... soweit okay, aber wir sollten eine Abstimmungsempfehlung schon eintragen. Dann würde ich jemanden bitten, dass er das noch entsprechend nachholt. Oder hast du jetzt zu einem der Punkte einen konkreten... Okay, gut. Dann trag das bitte so ein, seid so nett. Menschlich, dann Punkt 2 am Donnerstag, menschliche Zuwendung statt Bürokratie, Pflegedokumentation in Nordrhein-Westfalen vereinfachen. Soll das jetzt auch geschoben werden? Okay.
Dann Nummer 3. Schulministerin muss ihrer Verantwortung gegenüber Kindern und Lehrkräften an Realschulen nachkommen. Moni ist gesetzt und die Zustimmung zur Überweisung steht auch da drin. Viertens. Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Redner Hans-Jörg Stadtkai. Hast du Infos, Hans-Jörg? Kriegst du? Also du machst die Rede, oder wie? Ich halte die Rede, ja, ja. Wenn niemand anders das unbedingt möchte, mache ich das. Okay, was ist denn das ist direkte Abstimmung, deshalb fehlt noch eine Abstimmungsempfehlung? Die kommt noch, ja. Tendenziell hast du da schon? Nein, die kommt noch. Die kommt noch, okay, aber heute noch bitte, ja? Fünftens, Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches. Redner Oliver, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Kein Widerspruch. Sechstens, wirtschaftliche Schwäche in Nordrhein-Westfalen überwinden von der FDP. Da redet der Daniel S. zu. Abstimmungsempfehlung, keine Abstimmung? Hä? Ist das eine Überweisung oder wie soll ich das interpretieren? Ach, Entschuldigung, gut. Siebtens, Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen statt immer mehr belasten. Redet der Toso zu Überweisung in den Ausschuss. Wir kommen zum Freitag. Dann gibt es eine Vereidigung, dann gibt es die Aktuelle Stunde von uns. Redner ist Frank. Dazu gibt es natürlich keine Abstimmungsempfehlung. Hä? Drittens, Bürger wirksam schützen statt überwachen. FDP-Antrag in Verbindung mit Nordrhein-Westfalen fordert eine verfassungskonforme Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Da steht weder Redner noch Abstimmungsempfehlung zur direkten Abstimmung. Frank. Ja, ich würde zwar sehr gerne, Daniel hat sich aber auch schon gemeldet, und ich davor dran bin, denke ich mal, macht das dann Daniel. Kannst du das heute noch mit Daniel final klären? Ja, ich denke nicht zweimal, also wie gesagt, ich denke es für alle. Du hast mit ihm darüber gesprochen. Eine tolle Rede, ein toller Spaß, aber okay. Ich glaube, Daniel macht das dann. Ich glaube, er will das ja auch. Okay. Sollten wir aber gut, danke. Viertens, den Rohstoff Braunkohle auch über das Jahr 2030 hinaus anerkennen. Schöne Grüße an Kai, das wird dich wieder freuen, so ein Antrag. Hier auch wieder Redner Hans-Jörg für Kai. Gut. Abstimmungsempfehlung, nee. Fünftens, Landesregierung muss die Anstrengung für eine qualitative Lehrerversorgung im MINT-Bereich massiv stärken. Antrag der FDP. Da steht noch gar nichts. Weiß da jemand was drüber? Michel. Referent des Johannes, Redner steht noch nicht fest. Abstimmungsempfehlung. Habe ich gerade vergessen, trage ich aber gerne nach. Verstehe ich das richtig, dass du heute noch mit Moni abklärst, wer dazu spricht? Ist das richtig? Ja. Bist du dann so nett, das dann im Laufe des Tages noch einzutragen? Schreib dir schon mal Moni dahin. Gut. Dann haben wir den Halbjahresbericht des Petitionsausschusses. Ich glaube, da gibt es auch mal den Hinweis, dass es sehr schön ist, wenn wir da möglichst viele im Plenum sind, weil das einfach netter ist. Oder? Egal. Siebtens. Aufbau und Erhalt von Studienplätzen ist Länderaufgabe. Antrag der CDU. Redner Oliver. Abstimmungsempfehlung ablehnen. Ja. Keine weiteren Anwender, dann haben wir es. Sehr schön. Weil die offenen Sachen bitte heute im Laufe des Tages noch geklärt bzw. eingetragen werden. Dann kommen wir zu Top 5, Verfassungskommission, ein Zwischenbericht von Toso und Michel. Da Toso jetzt noch nicht da ist, Michel, wie sollen wir das machen? Sollen wir mit dem Top warten, bis Toso da ist? Oder dann schieben wir den Punkt. Ja, dann hätten wir jetzt noch die Besetzung der Ausschüsse und den nicht öffentlichen Teil, wobei Besetzung der Ausschüsse ja da irgendwie auch mit rein sollte, wenn ich das richtig war. Oder wolltest du jetzt... wo wir auch Toso für brauchen. Dann ja, machen wir gleich eine Pause. Die Sache mit dem, also vorhin, als es einmal gesagt, kommt auch in den nicht öffentlichen Teil. Ich finde es
unpassend, das im nicht öffentlichen Teil zu machen, aber natürlich jetzt auch zum Teil unpassend, wenn Toso nicht da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, die jetzt heute geklärt werden muss. Alles klar, dann... Er hat ja vorhin gesagt, er kommt eine halbe Stunde später. Alles klar. Also das kann sich jetzt das war jetzt nur noch... War jetzt eigentlich mehr die Frage, das wäre jetzt genau die Frage gewesen. Wenn es jetzt noch Punkte gibt, dann sollten wir die jetzt vorziehen. Ansonsten würde ich einfach Unterbrechung der Sitzung bitten, bis Toso da ist. Ich glaube, dass das macht Sinn, weil wir danach eigentlich nur noch nicht öffentliche Teile haben und jetzt irgendwie in nicht öffentliche Teil vor der Pause. Daniel, bitte. Wollen wir vielleicht, ich hatte ja die Satzungsänderungsanträge rumgeschickt, Grumpy hat dazu gesagt, wir können das nach der Plenarwoche machen. Das können wir auch gerne dann abstimmen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir da vielleicht eine kurze Diskussion zu machen, damit wir wissen, in welche Richtung das geht. Dann kann sich jemand da hinsetzen, das vernünftig vielleicht ausformulieren, weil das Ding ist vorhin quasi innerhalb so von 20, 30 Sekunden, sag ich mal, runtergepinnt worden. Nur ein Vorschlag, also das ist jetzt nicht zeitlich irgendwie relevant, das muss eigentlich nur zur nächsten Plenarphase fertig sein, aber... Da wir jetzt ja noch... Wenn wir noch Zeit haben... Vorschlag, ist es ja jetzt echt noch tierisch früh und wir hätten ja vielleicht den Raum jetzt, sagen wir mal so, bis Viertel vor... dass wir jetzt bis Viertel vor, dass das mal kurz andiskutieren und dann den Break machen und dann denken wir, dass Toso wieder da ist und dann eine kurze Pause und danach in den nicht öffentlichen Teil beziehungsweise in den AGS-Teil dann einsteigen. Falls niemand was dagegen hat, machen wir das jetzt so. Dann bitte ich zu einem neuen Top Satzungsänderungsanträge und dann bitte ich um entsprechende Wortmeldung zu diesem Top. Daniel und dann Grumpy. Also zwischendurch mache ich sowas, ja. Wie gesagt, wir müssen die auch nicht beschließen. Ne, das können wir gerne nächste Woche oder wann auch immer machen. Ich schilder ganz kurz nochmal das Problem. Wir haben eigentlich jedes Mal in der Plenarwoche irgendwie eine Diskussion, wie gehen wir vom Verfahren her mit den aktuellen Stunden- und Eilanträgen um. Irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten, weil da irgendwie nicht die erforderliche Fraktionsmehrheit eingehalten wurde, wie auch immer. Meine Wahrnehmung ist, dass wir in den letzten Monaten das mehr oder minder so in der Vorstandssitzung dann montags besprochen wurde oder auch in einer erweiterten Vorstandssitzung, wie auch immer. Ich denke nur, dass wir es regeln sollten, damit es halt nicht ständig dann eben diese Diskussionen gibt. Aus meiner Sicht gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie wir damit verfahren können. Wir können einmal unser Instrument der Umlaufbeschlüsse nehmen, könnten also irgendwann sagen, ich hatte jetzt hier mal, oder Ansgar hatte das vorhin noch geschrieben, dass wir sagen, Anträge können halt eben, was weiß ich, bis 10 Uhr zum Beispiel eingereicht werden, danach eine Stunde Umlaufbeschluss, Mehrheit entscheidet und dann ist das Ding halt eben drin. Oder wir verfahren so, dass wir die Entscheidung letzten Endes in die montägliche Vorstandssitzung geben, an der ja auch andere Fraktionsangehörige halt eben teilnehmen können und aktuelle Stunden und Eilanträge eben dort abgestimmt werden mit der Mehrheit derer, die dann halt eben da vor Ort sind. Für mich persönlich ist beides machbar. Ich habe bei den Umlaufbeschlüssen so ein bisschen den Zweifel, ob da eine ausreichende Anzahl an Teilnehmern dann tatsächlich zustande kommt. Wahrscheinlich sind in der Vorstandssitzung montags morgens mehr Leute, als wir, ich sag mal, in so einer Stunde Umlaufbeschluss irgendwie zusammenkriegen würden. Aber grundsätzlich kann ich mit beidem leben, wenn wir da irgendwo ein Verfahren oder eins von diesen beiden Verfahren dann wählen, ist das, glaube ich, recht sauber und okay. Ein Nachsatz noch, wenn wir das mit der Vorstandssitzung machen, dann, sage ich mal, muss die halt auch eben montags in der Plenarwoche dann eben auch stattfinden. Oder es muss dann irgendwie auch kommuniziert sein, dass irgendwie das Ganze verschoben wurde. Nicht, dass plötzlich dann hier montags morgens die aktuelle Stunde beraten werden soll. Grumpy? Ja, ich sehe, es ist eine gute Idee. Das Problem, was ich sehe jetzt aus der Praxis, ist die Zeit zwischen 11 und 12 für
das Einfügen. Also da passiert irgendwo ein kleiner Fehler, dann fällt irgendwie die 12-Uhr-Frist hinten runter. Also jeder Mensch macht Fehler. Mit der Anwesenheit dafür sehe ich auch schwierig. Dafür haben wir den Vorstand als Möglichkeit. Ich überlege gerade, wenn dann Leute aus, was weiß ich nicht, Dortmund oder so halt dann dafür extra kommen, okay. Ob das eine verträgliche Mehrbelastung ist, kann ich nicht einschätzen. Ich habe den Vorteil, dass ich in Düsseldorf wohne. Von daher würde ich das nicht bewerten. Die Aktualität bis Sonntagabend, sagen wir mal, ist in der Regel so der Punkt, wo man feststellt, oh, das könnte sinnvoll sein, mit einzubringen. Wenn man sagen würde, dass man das nicht bis 10 Uhr morgens, sondern vielleicht bis 10 Uhr morgens laufen ließe, aber mehr oder weniger schon immer sonntags darauf hinweist, dass man selber etwas gestolpert ist, auch im Rahmen einer Diskussion, wäre das eine Möglichkeit. Man könnte das annehmen, dann testweise, dann könnte man gucken. Ich weiß es, ich muss da selber, weil es kam halt erst heute Morgen rein. Ich kann es verstehen, nachvollziehen und eine spontane Lösung habe ich jetzt aber auch nicht parat. Aber es ist eine gute Idee. Wenn ich dich richtig verstanden habe, also den Zeitraum von 11 bis 12 hältst du dann für zu knapp? Also ich sag mal 10 Uhr oder was, sollte die Entscheidung besser, da habe ich keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie lange das vom Verfahren, sage ich mal, mit PGF-Büro etc. dann tatsächlich noch braucht. Wir müssen möglicherweise auch gar keine Uhrzeit festlegen. Wenn wir, also zumindest nicht in der Variante, es wird in der Vorstandssitzung entschieden. Dann könnte man die Uhrzeit eigentlich rausnehmen. In dem Verfahren Umlaufbeschlüsse musst du natürlich irgendwo einen fixen Zeitpunkt haben. Frank. Jo. Erstmal bin ich immer fasziniert, wollte mal festhalten, dass es offensichtlich auch noch möglich ist, um 10 vor 10 hier einen Punkt auf die Tagesordnung der Frasi zu kriegen. Aber gut, es geht anscheinend irgendwie. Aber gerade spontan gemacht. Ja, natürlich. Zu den beiden Vorschlägen. Also jeder Vorschlag sollte das Wort grundsätzlich beinhalten, weil es gibt immer Dinge, gerade mit diesen aktuellen Dingen, wo halt auch um 10 Uhr noch was passiert, wo vielleicht gar nicht ein Antrag geplant war, aber es passiert irgendwas und dann muss schnell entschieden werden. Letztlich, denke ich mal, sollte oder muss der Vorstand entscheiden. Wir sollten aber, wenn wir das regeln, auf jeden Fall etwas einführen, dass man die Fraktion informiert, dass alle informiert sind, dass jeder sich einbringen kann. Ich habe jetzt am letzten Wochenende wieder das Erlebnis gehabt, dass die Möglichkeit bestanden hat, sich einzubringen, und es macht keiner. Also sprich, wenn wir das rein auf Umlaufbeschluss regeln, dann laufen wahrscheinlich, wie du auch sagtest, gerade die meisten vor die Pumpe, weil halt die Beteiligung zu gering ist, was grundsätzlich mich auch mal interessiert, warum sich so wenig beteiligt haben, aber okay. Ist halt nicht toll. Also grundsätzlich, dieses Wort müsste drin sein bei einer Regelung. Ich würde vielleicht eine weichere, wenn wir es überhaupt, wie gesagt, regeln, eine weichere Regel vorschlagen, wo es rein um die, wie soll man sagen, eine Informationspflicht geht. Dass also einfach die Fraktion auf einer Liste, es gibt ja ausreichend viele, informiert sein muss, um was es geht. Entschieden wird, beschrieben wird hier vor Ort, weil die Sachen müssen halt pünktlich um 12 Uhr im Büro sein. Und da geht es manchmal um Minuten, das hatten wir alles schon gehabt. Die Frist 10 Uhr, der Antrag aktuelle Stunde ist zum Beispiel gestern nach 10 Uhr entstanden. Ne? Vorher war es ein Eilantrag und danach ist erst der Gedanke mit der aktuellen Stunde gekommen. Würde mit egal welcher Regelung dann zum Beispiel komplett flach fallen. Also Plädoyer für Informationspflichtregeln. Dietmar. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir haben jetzt 2,5 Jahre durch hier und haben eine Menge aktuelle Stunden schon beantragt und Eilanträge gestellt. Soweit
ich das beurteilen kann, und ich in der Zeit meiner Vorstandsmitgliedschaft, ist bisher alles sehr stark im Konsens abgestimmt worden, und zwar auch mit den jeweiligen Antragstellern, und das waren nicht so sehr viele, möchte ich mal sagen. Also nicht alle haben mal so einen Antrag gestellt. Die Anträge kommen tatsächlich in der Ideenentwicklung meist am Wochenende, klar, oftmals sogar aufgrund von Zeitungsberichten oder Meldungen in Medien, gleich welcher Art, sonntags, manchmal sogar erst Montagmorgen, werden dann sehr schnell, sehr intensiv erarbeitet, geschrieben, meist von den Abgeordneten selber, gar nicht unter Einbindung der Referenten. Und ich glaube, wir würden uns nicht helfen, wenn wir das Ganze in ein Korsett packten. Also ich habe bisher einzig und alleine die Tatsache, dass jetzt hier, ich glaube sogar erstmals, Frank diesen Eilantrag als Umlaufbeschluss kreiert hatte, hat dazu geführt, zu dieser Diskussion, die wir jetzt führen. Sonst wäre das überhaupt nicht weiter wahrscheinlich aufgefallen, beziehungsweise wäre auch gar nicht Thema geworden. Und auch da muss man sagen, wir haben vor dem Hintergrund deines Eilantragsvorschlags die Diskussion im Vorstand geführt, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir letzte Woche Dienstag in der Frasi hatten, bezüglich desselben Themas, und sind am Ende konsensual auf den Trichter gekommen, hey, lass uns das besser nicht als Eilantrag machen, sondern als Aktuelle Stunde. Und die Sache jetzt hier abzustimmen, wenn wir also uns wirklich jetzt hier in die Abstimmungsprozedere eindenken wollen und beziehungsweise das dann am Ende noch so innerhalb der Fraktion abstimmen wollen, hauen wir uns den wahrscheinlich kaputt, diesen Slot, Aktuelle Stunde, Eilantrag. Dann geht irgendwas schief, dann gibt es wieder irgendwelche Missklänge oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendjemand fühlt sich zurückgesetzt oder falsch behandelt, schlecht behandelt oder so. Ich denke, dass wir bisher gute Erfahrungen gemacht haben. Mir persönlich ist nicht bekannt geworden, dass irgendjemand aus diesen Runden oder aus diesen Entscheidungszeiten, die montags dann stattfinden innerhalb des Vorstands, irgendjemand mit einem schlechten Gefühl rausgegangen ist und hinterher also fürchterlich enttäuscht war, dass jetzt irgendwas nicht, ein Antrag nicht gestellt wurde. Also bisher, wie gesagt, Konsens war die Leitlinie, und ich denke, da können wir gut dran festhalten. Ansonsten würde ich, was die Vorschläge angeht, die hier gestellt sind, wahrscheinlich eher zum Vorschlag 2 tendieren. Michel. Verträge und Regeln braucht man nicht, wenn man keine Probleme hat und alles im Konsens passiert, sondern genau dann, wenn Probleme auftreten. Gestern ist ein solches Problem aufgetreten, nämlich, dass es einen Umlaufbeschluss gab zu einem Thema, bei dem Argumente gebracht wurden, dagegen das Ganze als Eilantrag einzubringen. Und diese Argumente haben nichts damit zu tun, ob das nur Eilantrag oder Aktuelle Stunde ist, sondern sind ganz grundsätzliche Gegenargumente gegen den Antrag gewesen. Und dann plötzlich heißt es, ja, wir haben ja auch keinen Eilantrag gemacht, sondern wir haben das als Aktuelle Stunde eingebracht. Das entkräftet aber diese Argumente nicht. Wenn ich einen Umlaufbeschluss sehe, wo einer, nämlich der Antragsteller, in dem Fall Frank, dafür spricht und zwei sprechen argumentativ dagegen, und ich gucke mir das an und denke, naja, wartest mal die Diskussion ab, bevor du abstimmst, und dann auf einmal, dann passiert gar nichts mehr, und dann heißt es auf einmal, naja, jetzt haben wir eine Aktuelle Stunde draus gemacht, dann scheinen wir irgendein Problem zu haben. Denn eine Stimme dafür, zwei dagegen, der Rest hält den Mund und am Ende wird es dann doch ein Antrag, ist das, was komisch ist. Und genau deswegen sollte man für diese Situation eine in wie auch immer geartete Regel haben. Ich kann mir eine technische Lösung vorstellen, die da heißt, um 10 Uhr wird ein Umlaufbeschluss eingestellt, jeder kriegt eine SMS und dann heißt es, los geht's, jetzt ist tatsächlich eine Stunde Zeit abzustimmen. Ich kann mir vorstellen, das in der Vorstandssitzung zu machen, wobei ich persönlich dagegen sprechen würde, denn ich habe nicht die Möglichkeit, montags hier zu sein, um die Uhrzeit zumindest auf keinen Fall immer. Ja, also von daher, ich kann mir Lösungen vorstellen, aber wichtig ist, wenn wir ein Problem erkannt haben, sollten wir das angehen, und das Problem ist in dem Moment jetzt mal aufgetaucht, und jetzt einfach zu sagen, naja, bis jetzt war das ja alles im Konsens und wir brauchen keine Regel, halte ich für die falsche Lösung. Ja, danke. Jetzt habe ich mich selbst auf die Liste gesetzt.
Um das nochmal zu sagen, wir haben nicht 1:1, vielleicht wollte das Frank jetzt auch gleich sagen, den Eilantrag genommen und ihn textlich 1:1 als Aktuelle Stunde gepackt, sondern es ist schon ein Unterschied, ob man Forderungen stellt in einem Antrag oder ob man ein Thema diskutiert. Zusätzlich ist er eben auch textlich noch verändert worden, bezüglich genau der Sachen, die ja kritisch auch angemerkt worden sind. Also das ist nicht, dass wir Copy-Paste da nur noch Aktuelle Stunde drüber geschrieben haben, sondern da gab es auch schon textliche Veränderungen bei der Aktuellen Stunde. Eine andere Sache, die ich neben diesem konkreten Punkt nochmal, auch wir müssen ja heute eben nichts entscheiden, aber es gab einen ganz hübschen Vorschlag, meine ich, von Kai gestern Abend noch per Mail, der gesagt hat, man sollte das Zeitfenster eben von, sagen wir mal, dass es spätestens sonntags 18 Uhr eingebracht wird und das Ganze dann bis Montagmorgens um 10 Uhr laufen zu lassen, finde ich ganz charmant, wenn man eben denn möchte, dass wir zeitliche Begrenzungen haben. So, der nächste ist der Grumpy. Dann jetzt der Frank. Ja, ich wollte nur ganz kurz, was Michelle gesagt hat. Im Prinzip gebe ich dir recht, wenn die drei Leute, die sich beteiligt haben, wenn es andere gewesen wären, die letztlich die Entscheidung mit der Aktuellen Stunde getroffen haben. Das ist aber in dem Fall nicht der Fall. Es gab drei Leute, die sich bei dem... Nee, nicht Zufall. Ja, doch. Nein, eben nicht Zufall. Es gab, deswegen reden wir hier von Konsens und deswegen hat Dietmar mit seiner Schilderung ja auch recht, dass es das Problem nicht gab. Es haben sich drei Leute beteiligt und diese drei haben nachher mit anderen zusammen noch die neue Entscheidung getroffen. Und das ist nicht ein Zufall, das ist was anderes zu konstruieren. Dann hätten wir eine andere Diskussion geführt, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis gekommen. Du kannst jetzt nicht argumentieren, dass es ja andere Beteiligte hätten sein können, trotzdem wäre das Ergebnis gleich gewesen. Das ist ja Quatsch. So. Dietmar. Ja, ich glaube, Frank hat das schon in die richtige Richtung gedrückt. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, wenn Frank darauf beharrt hätte, das als Eilantrag einzureichen, hätten immerhin 5 Fraktionäre, nämlich der Vorstand in dem Falle, dagegen gestimmt. Weil eben der Antrag, so wie er gestellt war, quasi denselben Antrag aufgriff, wie er letzte Woche Dienstag in der Fraktionssitzung als normaler Antrag, sag ich mal, Plenarantrag diskutiert und eigentlich überwiegend abgelehnt worden war. Und von daher hatten wir nach Möglichkeiten gesucht im Rahmen der Diskussion, wie man das Thema, was wir alle ja als richtig und wichtig erachtet hatten, umsetzen kann, mit dem finalen Schuss, sage ich mal, dass man den Antrag, der sehr klar und stringent formuliert war, rausnimmt, um das Thema zu ermöglichen. Ja? Und damit war gut. Also es ist nicht eine Frage von Top-Down oder irgend sowas in diese Richtung. Das sollte man bitte gar nicht erst denken. Sondern nochmal, aus meiner persönlichen Erfahrung, und ich habe auch schon eine ganze Menge Anträge, sowohl Eilanträge, aber auch Anträge auf Aktuelle Stunde gestellt, habe ich es persönlich immer erlebt, dass über den Antrag von anderen in der Regel gesprochen oder darüber diskutiert wurde und die Frage gestellt wurde, wollen wir das für die Fraktion, wollen wir das als Fraktion dann als solches einreichen. Und ich habe bisher nie irgendwie Bauchschmerzen gehabt, wenn dann was in die eine oder andere Richtung entschieden worden ist. Also ich denke, dass wir alle, die jeweils daran beteiligt waren, und das war nicht immer nur der Vorstand, sondern eben auch andere, die anwesend waren, da sehr sachlich und wirklich sehr moderat mit umgegangen sind. Und von daher nochmal, wir haben es nie mit einer Flut von Anträgen zu tun oder ja, einer Mehrzahl von Anträgen. Manchmal ist es sogar nur ein Antrag. Wir hatten mal vor ein paar Monaten, dass 3 oder 4 Anträge da waren und dann hatten wir sogar uns darauf geeinigt, dann 3 zu stellen, von denen irgendwie nur einer angenommen wurde. Das ist halt so. Und ich weiß nicht, nach welchem Proporz das hier im Hause gehandhabt wird. Wahrscheinlich nicht, sondern es wird dann wirklich das Thema spielt dann eine Rolle und genauso sehen wir das ja auch bei den Themen, die dann gestellt werden. Und nochmal, der Kai hat etwas ganz Wesentliches meines Erachtens geschrieben. Ich glaube, das war die Ziffer erstens, die er erwähnt hatte. Es gibt auch gar keine Notwendigkeit, immer irgendeinen Antrag zu stellen.
Kann natürlich auch mal sein, was da auch schon vorgekommen ist, dass wir gar keinen Antrag stellen, weder Aktuelle Stunde noch Eilantrag. Und dann ist auch gut. Gut, dann haben wir jetzt die letzten beiden Redebeiträge zu dem Thema, Michel und dann Daniel. Und dann beenden wir das, weil ja geplant war bis 45. Machen wir dann nächste Woche weiter. Ja, ich mache schnell. Dieser Vorfall hat mir gezeigt oder hat mir vor Augen geführt, dass wir bei den Eilanträgen und Aktuellen Stunden einfach ein grundsätzliches Problem haben. Mir geht es nicht um dieses konkrete Ding hier, sondern mir geht es darum, dass alles, was wir hier politisch machen, wir in der Fraktion entscheiden und bei Eilanträgen und bei Aktuellen Stunden kann dann plötzlich jemand kommen und ich sag mal, im Extremfall entscheiden 5 Leute für die Fraktion. Ich glaube, dass alles, was politisch entschieden werden soll, hier eigentlich in der großen Runde besprochen werden soll. Es soll zumindest die Stoßrichtung soll hier soll hier eine Mehrheit finden. Und ich finde es komisch, dass es die Möglichkeit gibt, an der Fraktion vorbei sozusagen politische Anträge zu stellen. That's it. Für eine Aktuelle Stunde. Daniel? Ja, ich verstehe die Kommentare dann irgendwie nicht, aber egal. Kommentare sind ganz gut. Nee, können wir eben nicht. Ja, leider eben nicht. Ne? Ja. Boah, seid ihr fertig, oder? Glashaus, Stein. Ja. Zwei Dinge noch. Eins zu Dietmar, weil das vorhin gesagt hat, dass das in der Vergangenheit irgendwie kein Problem gewesen wäre. War schon häufiger durchaus ein Problem, ist nur nicht irgendwie in irgendeiner Form eskaliert worden. Ich sag mal, fast jedes Mal höre ich von irgendjemandem, der das zumindest irgendwie hinterfragt. Aber ohne, dass das irgendwie jetzt ein Riesenproblem oder ein Riesenfass oder sowas wäre. Aber irgendjemand findet das irgendwie blöd, sag ich mal, weil er sich eben nicht beteiligt fühlt oder keine Ahnung. Kann man aber durchaus regeln. Zu Frank, weil er vorhin gefragt hat, Beteiligung, Umlaufbeschlüsse generell ist halt mau. In dem speziellen Fall ist halt eben auch der Antrag halt auch irgendwann mitten in der Nacht eingestellt worden, wo dann vielleicht auch nicht viele mit gerechnet haben, dass da irgendwie montags morgens noch so ein Umlaufbeschluss mit dabei ist. Ich persönlich sehe die Redmine-Mitteilungen, die filtere ich halt eben weg. Deswegen, oder wir hatten ja seinerzeit mal gesagt, das eben auch auf die Mailingliste nochmal separat zu packen. Das hätte mir jetzt geholfen, aber dann wären da halt 4 Teilnehmer gewesen. Also das grundsätzliche Problem wäre wahrscheinlich nicht wirklich bereinigt. Müssen wir uns, glaube ich, alle irgendwie an die eigene Nase packen und da öfter mal reingucken. Also bei allen Umlaufbeschlüssen sind ja ist das Beteiligungsquorum irgendwie eher mau. Ich würde das Problem gern folgendermaßen lösen. Ich würde gern Meinungsbild abfragen. Ich habe das gerade ins Pad schon eben kopiert. Wenn ein kleines bisschen runterscrollen, dann sehen wir, dass das stehen unter diesen beiden Vorschlägen. Das Meinungsbild würde ich gern abfragen. Und jetzt ist es weg. Ach, jetzt ist es da oben. Und anhand des Meinungsbildes würde ich für mich einen Arbeitsauftrag daraus halt eben nehmen und für die nächste Phrase dann einen konkreten Vorschlag dann nochmal ausformulieren. Ich sehe jetzt niemanden, der irgendwie da großartig gegenspricht. Die erste Frage wäre, ob wir dieses Problem in Anführungszeichen irgendwie satzungsmäßig überhaupt regeln wollen. Also seht ihr Regelungsbedarf, dann darf ich einmal um Handzeichen bitten. Seht ihr Regelungsbedarf? Ja, sind irgendwie ein paar. Wollen wir eine konkrete Frist definieren in dem Satzungsvorschlag? Wie auch immer die aussehen mag. Sonntagabend, Montagmorgen, wie auch immer. Das würde ich jetzt im nächsten Schritt noch abfragen. Das ist relativ übersichtlich. 4, 5 sehe ich. Wenn wir eine Frist definieren, sollte die Sonntagabend irgendwo liegen, dann einmal jetzt Handzeichen. Also das kann ich per Anträge machen. Alles klar, okay, nehme ich so raus. Also die Frist selber packe ich dann in optionale Anträge.
Ja, und dann eigentlich grundsätzlich die Entscheidung, also wollen wir diese Entscheidung dann per Umlaufbeschluss fassen oder wollen wir die per Vorstandssitzung fassen? Also wäre es dafür, sowas per Umlaufbeschluss dann abzustimmen? Bitte einmal das Handzeichen. Das sind 2, 3, 4. Melde ich mich auch, ist ja 5. Ja, sind 6. Ja, wäre glaube ich, dann dafür erforderlich. Oder wollen wir das eben in der Vorstandssitzung montagsmorgen machen unter Einbeziehung der dann eben anwesenden MDL? Das ist für mich auch in Ordnung. Okay. Ja, 10, 11 oder irgendwie sowas, waren auf jeden Fall mehr. Alles klar, vielen Dank. Gut, vielen Dank, Daniel. Damit haben wir jetzt diesen Tagesordnungspunkt besprochen, müssen noch keine Entscheidung treffen und wir kommen zurück zu unserer eigentlichen Tagesordnung. Wir hatten einen Punkt zurückgestellt, wir hatten zwei Punkte zurückgestellt. Vielleicht machen wir jetzt erstmal weiter mit Top 5 Verfassungskommission. Der Toso ist jetzt da. Schönen guten Morgen, Toso. Und wir wollten gerne einen kleinen Zwischenbericht haben. Bitte schön. Guten Morgen. Die Verfassungskommission hat ihre Arbeit auch im neuen Jahr wieder aufgenommen. Wir reden aktuell über kommunale Teilhabe. Michelle ist da ja auch schwer im Boot. Ich bitte alle, die sich beteiligen möchten, was kommunale Teilhabe angeht, sich dann doch mal kurzfristig mit uns in Verbindung zu setzen. Mit Frank bin ich ja sowieso ständig in Gespräch mit kommunalen Dingen. Aber für alle anderen auch noch mal der Hinweis, dass das immer möglich ist. Und zusätzlich haben wir an diesem Freitag um 18 Uhr im Safrans hier in Düsseldorf eine lokale Veranstaltung, um über die Arbeit der Verfassungskommission zu informieren. Und den aktuellen Stand der Dinge, es ist ja noch nichts zu Ende verhandelt, es gibt noch keine konkreten Absprachen, wird es auch bis zum Ende der Verfassungskommission nicht geben. Da alles mit allem zusammenhängt, wird alles erst am Ende verhackstückt. Nico? Ja, danke, Simone. Finde ich ja prima, dass ihr euch über kommunale Beteiligung unterhaltet. Die letzten Vorschläge zur Ausgestaltung der kommunalen Beteiligung, die ich mitbekommen habe, war der Vorschlag der Einführung einer Sperrklausel in Höhe von 3% bzw. 2,5%. Wie sieht denn das mit der Geschäftsgrundlage aus? Vor allem, wenn jetzt auch gesagt wird, es wird dann am Ende ein Paket geben. Die Vorschläge hinsichtlich der Sperrklausel sind ja relativ konkret. Wie kann man dann in der Kommission noch gemeinsam arbeiten, wenn das fundamentale Recht, sich zu beteiligen auf kommunaler Ebene, das Wahlrecht, auf so eine undemokratische Art und Weise von den anderen großen Parteien angegriffen wird? Ich würde gerne Toso direkt antworten lassen. Ist das okay? Danke. Dann streiche ich dich. Nico, danke für deine flammende Rede. Grundsätzlich völlig richtig. Gleichwohl ist eine Sperrklausel zurzeit nicht Arbeitsauftrag oder eine Sperrklausel im Kommunalen zurzeit nicht Arbeitsauftrag der Verfassungskommission. Das hat der Vorsitzende zur letzten Anhörung auch noch mal klargestellt. Das wird gerne missinterpretiert. Das einzige Forum, wo zurzeit in diesem Hause über eine Sperrklausel gesprochen wird, ist die nicht öffentlich tagende Ehrenamtsstärkungskommission, da ist das schon mal eingebracht worden. In der Verfassungskommission wurde das nur von den kommunalen Spitzenverbänden bei einer Stellungnahme eingebracht, wo es gar nicht in der Fragestellung um eine Sperrklausel ging. Ne? Von daher, das hat aber auch der Herr Vorsitzende aufmerksam gelesen und gleich zu Beginn der Anhörung klargestellt, dass die Verfassungskommission sich nicht mit einer Sperrklausel im Kommunalen beschäftigt. Das ist nicht Auftrag des Plenums an diese Kommission. Nein, war es auch nie. Das wird gerne missinterpretiert, speziell von den Leuten, die weder in der Verfassungskommission sind, noch sich jemals mit dem Einsetzungsauftrag beschäftigt haben. Ich lache da immer schon herzlich und hart drüber. Möchte man das in dieser Verfassungskommission machen? Muss es einen neuen Auftrag des gesamten Plenums geben?
Möchte man das von anderen politischen Kräften in diese Verfassungskommission reinkippen, freuen sich, glaube ich, schon mehrere Menschen hier bei uns in der Runde, dann auch noch unsere Ideen dazu reinzubringen. Thema Kinderrechte, Thema Verbraucherschutz als Staatsziel, Thema Religionsbezug in der Verfassung. Ich befürchte, wir haben noch mehr Ideen, die wir gerne in oder aus der Verfassung raushaben möchten, als nur eine alberne Sperrklausel. Die übrigens, da ist auch eine ganz angeforderte Stellungnahme zu reingekommen von, wie hieß der gute Mensch noch, Jan-Bernd Oebbecke, irgend so ein Professor aus Münster, ich weiß auch nicht. Oebbecke. Der hat, glaube ich, auch von Verfassung und Kommunalrecht keine Ahnung. Der sagt, es ist völlig egal, ob er das in Einfachgesetz oder in die Verfassung schreibt. Nein. Gut, Herr Oebbecke ist der Papst, was Kommunales angeht, in NRW. So. Dann Dietmar. Ja, ich habe eine Frage. Wir hatten ja so ein lange und ausgiebig so einen Gutachtenauftrag diskutiert und hin und her. Gibt es da schon irgendwie einen zeitlichen Horizont, wann dieses Gutachten möglicherweise dann vorliegen wird? Das ging da unter anderem um die Schuldenbremse und die Möglichkeit. Gibt es da schon einen zeitlichen Horizont, den man abbilden kann? Ja. Und zwar gab es da noch mal ein bisschen Irritationen, weil nicht alle der angefragten Gutachter hier sich doch in der Lage sahen, also es geht grundsätzlich nur um die Schuldenbremse bei diesem speziellen Gutachten, was du ansprichst, und nicht alle Gutachter sahen sich in der Lage, das zeitnah zu liefern, und dementsprechend ist das, glaube ich, noch mal 20 Tage, 3 Wochen irgendwie sowas nach hinten geschoben worden. Das sollte jetzt eigentlich Ende Januar kommen, ich gehe von Ende Februar aus. Einfach nur so als bitte nicht taggenau. Frank? Ich weiß gar nicht mehr. Also, nee, eigentlich, du hattest jetzt quasi gesagt, was innerhalb der Kommission Arbeitsauftrag ist. Könnt ihr noch mal sagen, was außerhalb der Kommission in Verfassungsfragen hier zu bereden wäre? Genau. Das wäre nämlich auch noch mal festzuhalten, dass eigentlich, dass nicht nur eigentlich, es ist vereinbart, dass Verfassungsfragen nur innerhalb der Verfassungskommission geregelt werden, sprich eine Verfassungsänderung im Hinblick auf irgendwelche Klauseln, so im Moment nicht vereinbarungsgemäß von allen Fraktionen eigentlich nicht vorgesehen ist. Ob das dann passiert mit einer großen Mehrheit, ist dann eine andere Frage, aber es ist nicht vereinbart. Nico. Widersprechen. Die getroffen sind, sagen wir so. Ja, du sprichst es genau gerade an, was mich halt auch bewegt, und insofern beruhigen mich auch die Worte von Toso jetzt nicht bis ins Letzte, weil natürlich, wenn ich mir den ganzen medialen Aufwand anschaue, der im Moment betrieben wird um die Sperrklausel, wenn ich mir das anschaue, dann scheint es dort doch konkrete Bestrebungen und Bewegung zu geben im Thema, und dass man halt gegebenenfalls außerhalb der Kommission durchaus dieses Thema abhandeln will, was ja auch toll wäre, weil man dann bis zum nächsten Wahlkampf wieder Zeit gewinnt und das Ganze etwas mehr in Vergessenheit geraten lassen kann und sich dann gleichzeitig mit einem konsensualen Ergebnis in der Verfassungskommission schmücken kann und dann auch präsentieren kann, was für tolle weitere Neuerungen und Modernisierungsschritte man doch zusammen erreicht hat, um diesen Malus oder um diesen negativen Effekt dann medial zuschütten zu können. Insofern wäre dann meine Frage, was passiert mit unserer Beteiligung in der Verfassungskommission, wenn ein solcher Antrag tatsächlich eingereicht würde, weil dann würde genau das passieren, was Frank oder das negiert werden, was Frank gerade angesprochen hat, die gemeinsame Verabredung, dass man nur bestimmte Verfassungsthemen ansprechen möchte, innerhalb der Kommission gemeinsam aufgekündigt wird. Dieser Konsens würde dann verlassen werden. Und da würde ich dann denken, müssten wir dann auch konsequent sein und uns allen Weiterungen dann entziehen und ein solches Spielchen nicht mitmachen und dann auch konsequenterweise die Kommission unter Protest verlassen, weil eben genau der Konsens aufgekündigt wurde, der vorher eingegangen wurde. Toso. Ja, Nico, völlig richtig, würden wir auch machen. Haben wir auch schon angekündigt, kein Ding. Gleichwohl, wir verlassen an der Stelle halt aktueller Stand den Bereich der Verfassungskommission. Sowohl in dieser Diskussion wie auch in der Diskussion um die Sperrklausel.
Wir können über die Sperrklauselgeschichte gerne getrennt diskutieren, aber ich möchte das gar nicht mit der Verfassungskommission vermischen, weil wir haben das da raus. Das ist da nicht drin. Und wir müssen das hier jetzt nicht, wir müssen das nicht befeuern, was da jetzt gerade aktuell versucht wird. Es wird versucht, medial und übrigens ohne jeglichen fachlichen Hintergrund, ganz erschreckend, wirklich nur medial wird da versucht, irgendwas aufzubauen. Das ist alles. Die CDU lehnt sich da aus dem Fenster mit, die Landesregierung müsste mal machen. Das ist, wenn man das zusammendampft, bis jetzt die mediale Aussage. Völlig lächerlich. Die SPD, tragende Fraktion der Landesregierung, hat ein Gutachten entsprechend in Auftrag gegeben, vorher schon, um eine einfach gesetzliche Regelung zu bekommen. Und jetzt, für dich als Rechtsmenschen durchaus interessant, selbstverständlich nicht bei irgendeinem Verfassungsexperten oder bei irgendeinem Lehrstuhl, der sich mit Verfassungsfragen beschäftigt, sondern bei der Uni Duisburg-Essen, die sich halt mit Politikwissenschaft beschäftigt. Spannend, hat da nichts zu suchen. Die Verfassungsrechtler im Land haben herzlich gelacht. So, von daher, lass uns das durchaus trennen. Es hat sachlich damit nichts zu tun. Sollte das in der Verfassungskommission kommen, wird es von uns keinerlei Mitarbeit geben. Haben wir alle schon durchgekaut. Brauchen wir hier jetzt gar nicht mehr zu vermischen. Danke. Frank. Ja, also ich denke auch, wir sollten auf gar keinen Fall da jetzt in eine große Diskussion einsteigen, sondern uns natürlich klar und genau beobachten, was da gespielt wird, was da gemacht wird, aber ansonsten ganz relaxed sein. Bis jetzt sind alle Argumente, die da verbreitet worden sind, sowas von lächerlich. Da wird halt versucht, in den Kommunalparlamenten irgendwelche Abstimmungen zu machen, wie schlimm das alles ist, und die lachen sich immer alle kaputt. Manchmal kriegen sie die Abstimmung durch, manchmal kriegen sie es aber auch nicht durch, was halt lustig ist. Insofern, ich glaube auch nicht, dass das auf so fruchtbaren Boden fällt. Wir haben im Moment, glaube ich, keinen Grund, uns hier groß zu engagieren. Wir müssen das beobachten, keine Frage. Aber ansonsten würde ich weiter beobachten, was da für Hampeleien gemacht werden, was da groß versucht wird zu konstruieren. Ich denke, im Moment haben wir genügend Munition für den Fall des Falles dagegen zu schießen. Dietmar? Ich meine, die Diskussion allgemein, inhaltlich hatten wir ja schon mal vor ungefähr einem Jahr, wo wir auch den Vorstoß überlegt hatten, ob wir da das Thema hier im Landtag mal anstoßen sollen. Da hieß es natürlich aus unserem rein, ich sag mal, glaube mit gutem Grund, warum sollen wir jetzt hier schlafende Hunde wecken? Gleichwohl hat die Diskussion ja hier im Plenum auch schon stattgefunden zu dem Thema. Und wie auch immer das außerhalb der Verfassung sowieso dann zu regeln sein wird, wird die Sache, schätze ich mal, von den treibenden Kräften, in dem Falle SPD und CDU, nicht vor der Oberbürgermeisterwahl in vielen, vielen, vielen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das wäre natürlich eine Überlegung dann für die Zeit nach der Sommerpause, ob wir nicht dann den Vorstoß tatsächlich nochmal machen, um die Herrschaften, auch wenn die Oberbürgermeisterwahl eine Wahl der jeweiligen Verwaltungschefs ist, aber doch eine kommunale Bedeutung hat, sehr starke kommunale Bedeutung, das Thema nochmal aufzubringen. Also ich denke, Ende September, Anfang November, vielleicht im November-Plenum könnte ich mir vorstellen, dass CDU und SPD hier diese entsprechenden Anträge im Plenum stellen. Dann geht das in die Beratung, dann wird das im Januar, Februar 2016 hier mit Zweidrittelmehrheit angenommen, und dann können wir gucken und sollten uns darüber Gedanken machen, ob und inwieweit, wie wir ähnlich wie schon auf Bundesebene dann entsprechende Klagen dagegen machen. Ne? Jo. Also. Joachim. Erstmal, Toso, vielen Dank für deine Infos und auch für die Klarheit, was jetzt die Sperrklauselregelung angeht. Ich war im Dezember, da war der Daniel Düngel auch dabei, auf dem Stammtisch in Münster, und jetzt auf dem Stammtisch in Aachen ist das auch wieder aufgeploppt. Offensichtlich ist der Grad an Desinformation, was jetzt Verfassungskommission und Sperrklausel angeht, bei unseren kommunalen Parteileuten und Mandatsträgern recht hoch. Es wurden da auch Konzepte diskutiert wie Alternativstimme und sowas. Von daher meine Bitte an dich bei der kommunalen Runde, weil du ja den Hut auffasst, da, ich sag mal, beruhigend auf unsere Jungs und Mädels einzuwirken. Nico, war das noch eine Meldung? Dann ist das jetzt der letzte Wortbeitrag, weil um 11:04 die 15 Minuten rum sind. Ja.
Ich wollte auch nur ganz kurz nochmal auf die Argumente oder auf den Hinweis eingehen bezüglich der verfassungsrechtlichen Diskussion. Klar, es gibt dieses Gutachten aus Münster und es mag auch ganz klar auf derzeitiger Verfassungsrechtsprechung danach aussehen, dass das alles total hirnrissig ist. Ich möchte da aber auf einen Blogartikel eingehen von wahlrecht.de, wo zutreffend ausgeführt wurde, dass eine Neubesetzung von Verfassungsrichtern ansteht. Zwei werden ausgewechselt. Die letzten Entscheidungen des Gerichts zu der Sperrklauselproblematik ergingen mit immer knapperen Mehrheiten. Nach 7-1, glaube ich, bei Europa war es bei der Kommunal nur noch 5-3. Wenn wir jetzt sagen, zwei scheiden aus. Und das waren offensichtlich eher Leute, die zu den Befürworter, also zu den kritischen Stimmen gehört haben und dann zwei neue reinkommen, wissen wir nicht, wie die sich dann in der Praxis bewähren werden, was Schutz von Demokratie angeht. Aber wir wissen, wer diese Leute aussucht. Das werden in der Regel Leute von CDU und SPD sein. Und wir wissen auch, dass den Rechtsexperten von CDU und SPD die Verfassungsrechtsprechung wohl bewusst sein wird und wir nicht so blöd sein, einen Vorstoß zu unternehmen, von dem sie absehen können, dass er absolut chancenlos und aussichtslos ist. Von daher sehe ich da überhaupt keinen Grund zur Beruhigung an der Front. Danke. Und das Schlusswort von Toso zu dem Tagesordnungspunkt. Es ging um keinerlei Beruhigung an der Stelle, es ging um Informationen. Die kippe ich immer wieder gerne hier rein. Den Kommunalen, ich kann mir halt den Mund fusselig reden. Das Dumme ist, wenn Bild NRW irgendwas von der CDU übernimmt, die Reichweite habe ich gerade persönlich gar nicht. Nee, es tut mir auch manchmal leid, nicht immer, oft sogar nicht. Nein, das Flachwissen. Ja, auch da ist das durchaus so, dass der eine oder andere lieber einen Grillanzünder zur Hand nimmt, als eine Mailingliste zu lesen. Oh, Synonym für ein auf Papier hinterbrachtes Druckdings. Ich möchte da ungern Zeitung zu sagen, das passt nicht. So, von daher, ja, in jedem Mumble, in jeder Diskussionsrunde sagen wir das immer wieder. Gleichwohl, der schlechte Artikel, den die CDU da als Marketing rausgehauen hat, der wird von den Leuten halt gerne aufgenommen. Mache ich nichts dran, tut mir so leid. Gerne. Aber eine ganz wichtige Geschichte, die jetzt bei der Diskussion, die auch teilweise gar nichts mit der Verfassungskommission zu tun hatte, untergegangen ist, nochmal. Freitag, 18 Uhr, Safrans. Wollt ihr valide Informationen, kommt ihr da vorbei und hört den Michel reden. Tschüss. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts und wir kommen zum nächsten, den wir vorhin geschoben haben. Und das ist der Top 6, Besetzung Ausschuss, Zusammenfassung der Einteilung und mögliche Umbesetzungen. Und da möchte jetzt der Olaf, glaube ich, als Erster was zu sagen. Bitte schön. Ja, da mir vorhin gesagt worden, das wäre der Tagesordnungspunkt, den ich gestern auf die Tagesordnung gesetzt habe. Ich hatte einen anderen formuliert, aber ist ja egal, wie er heißt. Ich möchte, weil ich nicht weiß, wie gut der Flurfunk ist, er ist eigentlich ja normalerweise relativ sehr gut, das müsste eigentlich jeder mitgekriegt haben. Ich bin seit letzte Woche Mittwoch nicht mehr für den Bereich Gesundheit zuständig. Ich habe meine Zuständigkeiten für den Bereich Gesundheit vollständig niedergelegt, nachdem ich im Ausschuss vom Ausschussvorsitzenden erfahren habe, dass ich nicht mehr Obmensch für diesen Ausschuss bin. Ich saß im Ausschuss und da wurde dann Toso als der neue Obmensch in diesem Ausschuss begrüßt. Daraufhin habe ich dann den Ausschuss verlassen und bin zum Grampi gegangen und habe mit sofortiger Wirkung meine sämtliche Verantwortlichkeiten für den Bereich Gesundheit niedergelegt. Das hat einen ganz klaren fachlichen Hintergrund. Ich sehe die Arbeit des Sprechers bzw. des Verantwortlichen für Gesundheit nur dann machbar, wenn er auch Obmann ist. Einfach, weil eine ganze Menge von Informationen und Gesprächen gerade im Gesundheitsbereich in den Obleuterrunden geschehen. Ein Thema ist noch nie im Ausschuss gewesen, ich glaube doch einmal. Ansonsten gibt es das nur in der Obleuterrunde, das ist das Thema Forensik.
was zurzeit zumindest hier im Ministerium ein ziemlich großes Thema ist und auch immer wieder hochkommt. Und wie gesagt, diese Sachen kann man nicht machen, wenn man nicht Obmensch dort ist. Und ich habe keine Lust. Man kann es unter Umständen machen, wenn die Zusammenarbeit gut ist. Aber das kann man jetzt zwischen der Zusammenarbeit zwischen Tose und mir nicht gerade behaupten, dass die gut ist. Und ich habe keine Lust, da irgendwie abhängig zu sein, ob ich an dem einen oder anderen Gespräch teilnehmen kann, wenn ich das für wichtig empfinde von der anderen Person. Von daher sehe ich nicht die Möglichkeit, diese Arbeit in der Qualität weiterzuführen, wie ich sie bis jetzt geführt habe. Und von daher bin ich für diesen Bereich nicht mehr zuständig. Wir haben derzeit keinen Zuständigen für den Bereich. Ich weiß nicht, wie die Fraktion jetzt damit umgehen möchte. Das ist Aufgabe der Fraktion. Das ist nicht, ehrlich gesagt, nicht mein persönliches Problem. Das ist ein Problem, das mich zum 18. natürlich mitberührt, weil es das Problem der Fraktion ist. Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Das Ganze ist keine Kurzschlussreaktion. Das ist eine Sache, die ist sehr, sehr lange und klar überlegt, weil Tose hatte schon im November letzten Jahres die Forderung gestellt, dass wir jetzt den Wechsel vollziehen. Der, da hat er recht, formell damals, als wir uns hier konstituiert haben, in den ersten Wochen geschlossen worden ist so. War auch sicherlich damals richtig unter den damaligen Umständen. Heute hätte ich da gerne noch mal drüber vorher gesprochen. Das ist nicht geschehen. Der Vorstand hat einfach an dem Mittwoch ungefähr eine Stunde vor dem Ausschussbeginn dem Ausschussvorsitzenden die Mail geschickt, dass das ab jetzt Toso ist. Ich hatte keine Chance mehr, an dem Tag die Mails zu lesen. Ich hatte vorher noch ein Gespräch zum Thema Gesundheit mit jemandem unten. Dann musste ich mich beeilen, ging in die Ausschusssitzung und habe es dort dann erfahren. Es ist nicht mit mir geredet worden. Es ist einmal mit mir geredet worden, dass darüber gesprochen wird und dass darüber nachgedacht wird. Aber es ist nicht, dann wurde ich noch gefragt, ob ich damit einverstanden wäre, wenn das erstmal umgesetzt wird und dann im Nachhinein nochmal darüber diskutiert würde. Habe ich gesagt, wäre ich nicht, dann würde ich auch schon die Arbeit für Gesundheit niederlegen. Es ist mir dann aber nicht gesagt worden, dass das jetzt geschieht. Das ist mir definitiv nicht gesagt worden. Von daher wurde ich dann doch dort überrascht. Ich hatte gedacht, dass das diese Woche, beziehungsweise mir ist dann gesagt worden, dass das diese Woche nicht geht, dass das nächste Woche auf die Tagesordnung kommt. So viel zu dem Hintergrund. Wie gesagt, es ist keine Kurzschlusshandlung. Das habe ich jetzt, glaube ich, doch nicht richtig ausgeführt. Der Tose hatte das schon im November gesagt. Dann habe ich mir ein paar Wochen Gedanken gemacht, wie ich mit der Situation umgehe, weiß ich überhaupt, wie ich das möchte. Und dann war für mich klar, ist okay, ich möchte das nicht, weil ich möchte eigentlich die Arbeit gerne weitermachen. Aber wenn dem so ist, dann kann ich auch damit leben. Und ich habe mich in der letzten Zeit jetzt eigentlich so sehr damit abgefunden, dass ich mich eigentlich sehr, sehr wohl jetzt fühle. So. Ich habe gemerkt, dass ich eine ganze Ecke befreit bin. Ich habe gestern im Vorstand auch noch gesagt, ich schmeiße hin. Die Wortwahl habe ich gewählt. Daraufhin ist natürlich direkt gekommen, ob ich mein Mandat niederlege. Nein, was ich hinschmeiße, ist jegliche Konfrontation mit irgendeinem von euch hier. Sobald irgendeiner von euch nur schreit, hey, ist mein Thema, da könnte mein Thema sein, bitte, kann er die Arbeit haben. Ich werde mich um keine Arbeit mehr mit irgendeinem von euch hier prügeln. Mit keinem mehr. Sobald jemand nur den Fuß hebt zum Pinkeln, gehe ich 3 Meter zur Seite. Ich pisse nicht mehr zurück, ich bleibe einfach ruhig und ihr könnt machen. Ich nehme eure Entscheidungen hin, wenn ihr meint, irgendwas entscheiden zu müssen, auch meine Person betreffend. Falls es ist eine Aufgabe, die ich dazu bekommen solle, würde ich natürlich gerne bitten, dass man mich vorher fragt, ob ich die Aufgabe übernehmen möchte. Aber das ist ja bis jetzt hier gut gelaufen. Wenn ihr mir Aufgaben abnehmen wollt, bitte gerne. Es ist mir auch egal. Ich kann auch mit weniger Aufgaben leben. Es ist weniger Stress für mich. Ich habe es gestern schon mal gesagt, ich gehe nicht so weit, dass ich hier irgendwann heulend zusammenbreche wie andere. Ich ziehe vorher die Reißleine und die Reißleine habe ich jetzt gezogen nach den letzten und ich muss jetzt sagen, wirklich unterirdischen Angriffen vom Toso. Und ich habe keinen Bock mehr, mit dem Toso irgendwie auch nur in Verbindung gebracht zu werden, weder in der Öffentlichkeit noch sonst irgendwas, dass Toso mein Freund sein könnte. Toso ist nicht mein Freund. Das war meine Erklärung dazu. Wenn jetzt noch Fragen sind, was nicht klar ist oder wenn jetzt gerne jemand was wissen möchte, kann er das gerne tun. Meine Entscheidung steht. Birgit? Ja.
Ja, ich hätte einfach gerne noch mal erläutert, was eigentlich jetzt das Problem ist. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt und ich verstehe es tatsächlich nicht so ganz, weil es gab doch eine Entscheidung, die ist irgendwann getroffen worden und es gab doch eigentlich nichts, was diese Entscheidung jetzt geändert hätte, oder? Also deswegen verstehe ich das Problem, also diese Aufregung verstehe ich nicht. Dann ist ja richtig, dann ist die Entscheidung so getroffen und ich habe aufgrund dieser Entscheidung, auf den Grund dessen, was jetzt gelaufen ist, meine Arbeit oder meine Verantwortlichkeit für den Bereich Gesundheit niedergelegt. Ja, wenn dem so ist, dann ist dem so. Ich habe keine Lust, über irgendwelche Realitätswahrnehmungen zu sprechen, beziehungsweise gar nicht darüber zu reden, ob moralisches Handeln, zielstrebiges Handeln oder formelles Handeln richtiger ist. Wenn du meinst, formelles Handeln ist richtiger, bitte, es ist deine Welt, meine Welt. Ja, deswegen, ich sag's ja nur, wenn Leute meinen, dass formelles Handeln richtiger ist wie zielstrebiges Handeln und moralisches Handeln, bitte, sollen sie bitte formell handeln. Ich werde mich weiterhin an meinen moralischen und an meinen zielstrebigen Handeln und was ganz, ganz wichtig ist, das habe ich in der letzten Zeit genervt, es wird alles eine Kosten-Nutzen-Abwägung bei mir geben. Das heißt, es wird immer die Kosten-Nutzen-Abwägung geben, ob sich die Aufregung, meine nervliche Belastung mit dem Ergebnis, was ich bekomme, irgendwie deckt. Und das hat ein ganz großes Problem. Ich muss hier unheimlich kämpfen. Wir sind alles Politiker und unsere Währung, mit der wir bezahlt werden, ist Aufmerksamkeit. Und ich muss hier mit jedem wahnsinnig, sobald er nur sich in meiner Nähe bewegt, unheimlich um diese Aufmerksamkeit kämpfen. Aber nee, ist es eine weitere Ausführung. Die Frage von Birgit habe ich schon beantwortet. Ich brauche auch mich nicht um Kopf und Kragen zu reden. Ja, ist okay, wenn du das meinst. So. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Denn eins ist auch noch dabei. Dadurch, dass wir uns um diese Aufmerksamkeit prügeln, die sehr begrenzt ist, haben wir hinterher gar nicht mehr die Aufmerksamkeit von dem, der gewonnen hat. Und wenn jeder meint, dass diese Schlachten wirklich ein Gewinn sind, sie sind ein Pyrrhussieg. Und sie sind eine Zerschlagung der restlichen Fraktion. Aber das könnt ihr weitermachen. Wie gesagt, ich werde mich an diesen Schlachten nicht mehr beteiligen. Das heißt allerdings auch, dass ich an der Stelle keine Interesse mehr habe, irgendetwas dann zu machen, was über dem hinausgeht, was ich für mich, mir und meiner psychischen und seelischen Belastung verantworten kann. So, der kann ich den Antrag so zulassen? Nicht. Gut, dann ist jetzt Grumpy dran. Vielen Dank. Ganz kurz vorweg. Es ist so, dass wir halt einfach etwas umgesetzt haben. Ja, wir hätten dies auch noch länger diskutieren können. Ich selber sitze da mehr oder weniger zwischen den Stühlen und setze nur etwas um. Ich habe obendrein von vornherein vorgeschlagen, dass wir dieses Thema nach der Plenarwoche auch mit auf die Tagesordnung setzen. Ich hatte obendrein vorgeschlagen, dass wir dies vielleicht auch zum Wohle und zum Schutze der Fraktion erstmal nicht öffentlich diskutieren. Wir haben dies gestern bereits öffentlich im Vorstand auch schon zur Kenntnis genommen, auch schon diskutiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, dies jetzt hier öffentlich auszubreiten, ist genau das gleiche, nur auf einer etwas schlüssellochartigeren Ebene, Schlüssellochtransparenz, Pseudo. Es ist die große Showbühne, ich finde das persönlich sehr schade. Wir haben Plenarwoche, wir haben genug zu tun, wir haben eine Verantwortung in diesem Land übernommen. Wir haben das Abgeordnetengesetz, welches uns Pflichten auferlegt. Wir haben eine Geschäftsordnung hier in diesem Landtag, die uns Pflichten auferlegt. Und ich kann nur jedem bitten, diesen Pflichten nachzukommen. Wer das nicht tut, dem steht es jederzeit frei, die Fraktion zu verlassen und auch den Landtag zu verlassen. Ich möchte dies insgesamt nur einmal erwähnt haben. Und von daher, jede weitere grundsätzliche Diskussion, die würde ich dann vorschlagen, in einem nicht öffentlichen Teil zu führen. Noch einmal, sehr gerne, vielleicht nicht heute, wegen der anderen Geschichte, die wir durchplanen müssen, sondern immer noch mit der nötigen Ruhe und Geduld nächste Woche. Es sind noch drei Reden offen. Und die offenen Reden, zur Not halte ich die, Olaf, sind wir doch mal ehrlich. Vielen Dank. Dietmar. Ich
schließe mich den Worten von Grumpy an und bitte um Abstimmung darüber, wie jetzt hier mit dem Thema weiter verfahren werden soll, ob die Fraktion möchte, dass dieses Thema jetzt und hier weiter öffentlich diskutiert werden soll oder eben nicht öffentlich, egal ob heute oder zu einem anderen Zeitpunkt. Also bitte Abstimmung darüber, soll die Sitzung zu diesem von Olaf aufgeworfenen Thema jetzt öffentlich weitergeführt werden. Bitte um Handzeichen, wer dafür ist, das öffentlich fortzusetzen an dieser Stelle. Ich glaube, das können wir ganz unbürokratisch zulassen. So, ne? Also das Meinungsbild ist eindeutig, dass jetzt keiner weiter öffentlich diskutieren will. Ich würde dann vorschlagen, da das auch einstimmig war, dass wir jetzt ganz kurz noch den Redebeitrag von Daniel hören, danach in den nicht öffentlichen Teil gehen und dann ist der nächste auf der Rednerliste die Birgit. Regulär. Haben wir doch. Wollte ich dann noch mal nehmen. Oder? Ich wollte das denn jetzt auch eben notieren. Deswegen, ich wartete okay. Jetzt ehrlich gesagt. Es gibt den Wunsch, dass wir das eindeutig abstimmen. Deshalb stelle ich jetzt die Frage, wer möchte, dass wir nach dem Redebeitrag von Daniel das ganze Thema weiter nicht öffentlich besprechen? Dann bitte ich jetzt um das Handzeichen. Okay. Wenn überhaupt. Moment, ich schreibe mal schnell auf. Okay. Dagegen? Wer möchte, dass wir das weiter öffentlich diskutieren? Das ist niemand. Und wer enthält sich? Die werden nicht aufgeführt. Olaf Kern Frank, ne? Es ging um öffentlich oder nicht öffentlich. Olaf Oliver Frank. Das heißt, wir haben eine deutliche Mehrheit, dass wir nach dem Redebeitrag von Daniel das Thema weiter nicht öffentlich bis zur Pause zunächst einmal nicht öffentlich diskutieren. Dann bitte ich jetzt den Daniel für seinen letzten öffentlichen Beitrag. Also nicht im Leben, aber bei diesem Thema. Man weiß es nie. Ne? Man weiß es nie. Ich habe Barnaby gesehen, da fallen Dinge von sich. Also für meine letzten Worte, da bin ich jetzt gar nicht ausreichend vorbereitet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da hätte ich mir gerne ein bisschen Vorbereitungszeit gewünscht. Also was die Personalie oder ich sage mal das Fraktionsinterne angeht, da würde ich mich auch gleich im nicht öffentlichen Teil dann nochmal gern zu äußern. Aber jetzt an der Stelle etwas, was mich gerade hat so ein bisschen aufhorchen lassen. Ich sag mal, da geht die Frage dann an Olaf und Toso letzten Endes. Oder im Prinzip an die gesamte Runde. Olaf hat gerade gesagt, dass in den Obleuterunden Gesundheitsthemen besprochen werden, die nicht in den Ausschuss gehen. Ich bin jetzt kein großer Verfechter eben von Hinterzimmerrunden und Absprachen. Ich sehe Obleuterunden für gewisse organisatorische Fragen als durchaus sinnvoll und effektiv an. Für eine fachliche Diskussion außerhalb der Öffentlichkeit allerdings halt, ich sag's jetzt mal vorsichtig, völlig fehl am Platze. Da würde ich gern grundsätzlich die Frage auch in die Runde stellen, ob wir sowas überhaupt mitmachen wollen. Also jetzt völlig unabhängig von der Besetzung, wer jetzt da sitzt, völlig unabhängig, ob es jetzt nur im AGS ist oder in anderen Obleuterunden. Ich kenne das aus meinem Ausschuss, wo ich Obmann bin, nicht, dass wir da in eine tiefere fachliche Diskussion irgendwo gehen. Also klar, Verfahrensabsprachen und so weiter und so fort, vielleicht auch mal so ein Themenbrainstorming, alles schön und gut. Aber letzten Endes alles, was irgendwo in eine fachliche Diskussion geht, kommt in den Ausschuss. Und anders kann es doch
bitte gar nicht sein. Das ist zumindest mein Verständnis. Gibt es da andere Erfahrungen? Sieht das bei euch in den Obleuterunden anders aus? Oder vielleicht kann Olaf das noch ergänzen. Olaf, direkt dazu, bevor wir auch das eine Problem ist die Forensik. Die wird hier nicht öffentlich diskutiert. Das können wir machen. Dann haben wir direkt alle, dann redet auch keiner mehr mit uns zu dem Thema mehr. Dann ist vorbei. Können wir machen, wie gesagt. Die zweite Sache ist die, ja, wir sind natürlich wir sind die kleine Fraktion hier, wir sind nicht unbedingt entscheidungsrelevant. Trotzdem ist es nett bei den Gesprächen und ich finde es eigentlich freundlich, dass die zwei anderen großen Fraktionen, die sich gerade im Gesundheitsbereich doch versuchen, groß immer mal wieder zu einigen, weil es wichtig ist, weil es auch gerade mit den Bürgermeistern und so, also du musst ja, also es bringt eigentlich nichts, als SPD völlig gegen die CDU zu arbeiten, genauso wie dies wahrscheinlich im Gesundheitsbereich auch nicht gemacht hat, als sie an der Regierung war. Ich weiß es nicht, aber so ist es, wenn es nett, wenn man bei diesen Absprachen dabei ist, dass man da nicht unbedingt entscheidungsrelevant ist, das ist schon richtig, aber man kriegt zumindest mit, was gelaufen ist und warum was gelaufen ist und warum. Die Diskussionen führen dort. Wir können jetzt sagen, finden wir nicht gut, dass er die dort führt, dann finden sie die noch weiter im Hinterzimmer. Ich sage mal so, ich finde es freundlich, dass sie, wenn es die Opposition zu den Hinterzimmer oder die nicht beteiligten Fraktionen zu den Hinterzimmergesprächen einladen. Und die sind nun mal in der Obleuterunde. Das ist der Hintergrund. Klar, kann man sich aufregen, kann man sagen, finden wir scheiße, wollen wir nicht machen, dann finden die Gespräche offiziell gar nicht mehr statt. Trotzdem werden sie stattfinden, wir werden nichts mehr von mitbekommen und wir werden gar nichts mehr dazu sagen können. Ist immer eine Frage, kann man so machen, müsste auch die Fraktion entscheiden. Ich bin da, bei all solchen Sachen bin ich heutzutage nur noch völlig emotionslos, sage ich mal. Wenn man so macht, macht man es so, wenn man es so macht, macht man es so. Also, ich habe mich gerade mal kurz selbst gemeldet. Das ist jetzt der aktuelle Jetzt-Zustand. Und wir haben aber eine gewisse Definition bezüglich der Aufgaben einer Obleuterunde. Und wir haben jetzt gerade nachvollziehbare Gründe gehört, warum manche Gespräche nicht öffentlich geführt werden. Kann man nicht dahin wirken, dass das Ganze voneinander entkoppelt wird? Also, dass man sagt, wir haben weiterhin die Obleuterunde, wo das Organisatorische gemacht wird. Und ja, es gibt Gespräche, die werden nicht öffentlich im Ausschuss getragen, aber die finden nicht in der Obleuterunde statt. Das ist doch sicherlich für andere Teilnehmer oder Mitglieder des Ausschusses auch sinnvoll. Ich bin kein Formficker und ich habe da auch keinen Bock drauf. Das heißt, da müsste man jetzt Regeln einführen. Ich finde die Regeln, so wie sie sind, praktikabel durchführbar für die Leute. Und dann soll der Obmensch in der jeweiligen Runde das auch bitte so wahrnehmen. Es sieht auch jetzt die ganze Zeit so aus, als wenn ich da um irgendwas kämpfe. Nein, die derzeitige Situation, so wie sie ist, dass Toso der Obmensch für AGS ist, und ich nicht mehr die Verantwortung für Gesundheit habe, ist für mich genauso eine gute Lösung wie jede andere Lösung auch, die die Fraktion jetzt anders herbeiführen sollte, eventuell möglicherweise vielleicht. Ich kann damit sehr gut leben. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendetwas erreichen möchte. Ich habe vorhin nur meine Entscheidungen mitgeteilt. Was die Fraktion damit macht, ist der Fraktion überlassen. Ich werde mich auch bei jeglicher Entscheidung, die meine Person betreffend, enthalten. Gut, dann habe ich jetzt für den öffentlichen Teil keine Wortmeldung mehr. Das heißt, wir verlassen jetzt den öffentlichen Teil, weil auch nach dem Tagesordnungspunkt nur noch nicht öffentliche Teile zur Plenarstrategie kommen. Das heißt, wir gehen jetzt aus dem Stream. Tschüsschen, bis nächstes Mal.